Hallo, hier bin ich wieder und ich habe mir vorgenommen, euch etwas über das Thema Reinkarnation und Karma zu erzählen. Wir werden ja nicht nur einmal geboren, sondern wir inkarnieren ja öfters mit dem Ziel der Weiterentwicklung. Im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, dass wir alle eine kosmische Aufgabe haben. Das heißt, eine Aufgabe, die fürs Kollektiv gesamtheitlich dienlich ist. Und diese Aufgabe, die wir haben, der sollten wir auch Folge leisten. Oftmals vergessen wir das und oftmals ist uns das gar nicht bewusst. Aber andere Menschen sprechen uns gerne auf einer bestimmten Art und Weise an, auf einer bestimmten Ebene. Und wir haben auch das Gefühl, wir müssen diese Ebene erfüllen, ob bewusst oder unbewusst. Und meistens ist dieses Angesprochenwerden im Außen schon der deutliche Hinweis auf unsere inneren Themen, die wir letztendlich auch zu erfüllen haben. Also ich sage mal, unsere kosmische Aufgabe. Daneben haben wir natürlich auch schon mal karmische Verstrickungen. Und zwar, wenn wir unsere kosmische Aufgabe nicht verstanden haben. Und es sehr wohl sein kann, dass wir mit einer Person zu tun haben, einer Situation oder irgendetwas in einem früheren Leben und diese nicht verstanden haben und dadurch vielleicht anders reagiert haben, aus Ehrgeiz, aus Stolz, aus irgendwelchen Facetten, die wir damals als wichtig erachtet haben und dementsprechend uns so verhalten haben, dass wir eigentlich, wenn man es im wahrsten Sinne des Wortes sich betrachtet, uns energetisch, emotional karmisch verstrickt haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, eine Person Schaden zugefügt habe, aus welchen Gründen auch immer, dann hat diese Person einen Anspruch an mich. Das bedeutet aber nicht, dass diese Person automatisch im nächsten Leben auf mich zukommen muss, um diesen Anspruch einzulösen, sondern ich in meinem Inneren nach der Inkarnation werde dieses Muster offen halten und werde versuchen, dieses Muster zu regeln. Und somit kann es passieren, dass ich mir eine ähnliche Konstellation im nächsten Leben wieder vorbereite, zur Verfügung stelle, mit natürlich dementsprechenden passenden Gegenspieler, die man natürlich auch häufig im Außenfeld zu finden vermag, um mein Spiel nochmal erneut zu durchleben und um diesmal anders zu handeln. Das beliebte Thema Täter-Opfer ist ein Thema, was uns gerne wiederholt. In kleinen Ebenen wie in großen Ebenen. Und wir haben immer die Möglichkeit für uns selber zu wählen, wie wir in diesem Leben mit der Situation umgehen möchten. Tatsache ist natürlich, wenn wir in einer karmischen Konstellation sind, dann ist es für uns nicht einfach, dieses Mal eben so zu leben, sondern wir fühlen uns angesprochen, wir fühlen uns oftmals auch ausgelaugt. Es ist schwierig für uns, damit einfach umzugehen. Es geht darum, die Aufgabe zu lösen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in einem früheren Leben einen Partner hatte, mit dem ich mich vielleicht nicht gut verstanden habe, weil wir nicht über Themen offen gesprochen haben, und ich bin in der jetzigen Zeit inkarniert, in einem Zeitalter, wo Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Modul ist, um alte Themen zu lösen und um sich dementsprechend weiterzuentwickeln, dann kann es sein, dass ich genau die Seele von damals wieder treffe, weil ich mit dieser Seele verabredet bin. Das heißt im Klartext, im Buch des Lebens steht genau drin, dass ich dieser Seele in Menschengestalt wieder begegnen muss. Und dann kann es sehr gut sein, dass ich auf diese Person treffe und ich das Gefühl habe, oh, das ist mein neuer Partner, stimmt ja auch, habe ich nachgelesen. Ich bin vielleicht nicht dazu begeistert davon, aber ich komme auch gar nicht drum herum, wenn es verabredet ist, dieses nochmal zu durchleben. Und dann kann es sehr wohl sein, dass wir in alter Liebe sind, wir fühlen uns unheimlich geborgen, weil wir uns an das Alte erinnern, die alten Energien werden wieder wach und wir fühlen uns genauso, wie es einmal gewesen ist. Vielleicht auch kommt die alte Trauer wieder hoch, sehr schnell, sehr früh, wenn nicht direkt, dann nach kurzer Zeit auf jeden Fall. Nämlich alle Energien abgespeichert in mir und abgespeichert im Gegenüber werden sich wieder bemerkbar machen. Und wenn ich dann das Muster verstehe, worum es geht, dann kann ich damit anders umgehen. Wenn ich es nicht verstehe, dann kann es sehr wohl sein, dass ich versuche, diesen Partner abzulehnen oder ihn am liebsten aus meinem Leben liquidieren würde, um nicht betroffen zu sein, um nicht getroffen zu werden. Faustregel, jeder Mensch, der mir sehr nahe kommen kann, ob gewollt oder ungewollt, hat eine sehr große Ebene mit mir. Wir sind uns sehr verbunden. Wir haben ganz viel, was uns verbindet. Und diese Verbundenheit, die gibt es zu entdecken, die gibt es zu analysieren. Da ist etwas, was ich lernen kann. Karma zu leben ist ganz, 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 ganz viel. Auch unsere Talente, unsere Fähigkeiten haben wir zumeist trainiert in früheren Inkarnationen. Die sind nicht mal eben so entstanden. Das gibt es nicht. Wir haben viel, viel länger trainiert, als uns das oftmals bewusst ist. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir wissen, dass wir oftmals relativ gleich sind. In unseren Charakterstärken, aber auch in unseren Schwächen. In vielen Komponenten, die wir in uns tragen. Wir haben sehr, sehr viel, was uns verbindet mit früheren Leben. Und wir erkennen uns oftmals. Wir erkennen uns selber und wir erkennen unser Gegenüber.
Karma hat also nicht nur so mit Schattenseiten und dunkle Aspekte, sondern ganz, ganz viel, was wir bewegen können, leben können, tun können, wie wir es machen wollen. Es liegt allein an uns, wie wir damit umgehen. Man kann sich karmisch erinnern, indem man sich selber versucht zu entspannen und Bilder aufkommen lässt. Man kann sich karmisch erinnern, indem man zu einem Menschen geht, der mit einem eine Rückführung vollzieht und man sich selber in diese Bilder wieder einbringen lässt, um sich zu erinnern, wie in einem Film. Und man geht zu einem guten Lebensberater, der dann diese Aufgabe für einen übernimmt. Ganz wichtig ist jedoch, es geht nicht nur darum zu gucken, wie oder was man gewesen ist. Es geht auch oftmals darum, Dinge aufzulösen. Wenn ich zum Beispiel in einem früheren Leben durch eine etwas extreme Situation gestorben bin, dann habe ich das auch in mir gespeichert. Und dann ist das auch in mir vorhanden. Und vielleicht löst das auch eine Blockade auf. Und diese Blockade, die gibt es aufzulösen. Es geht darum, sich wieder zu befreien, bewusst zu werden, was man letztendlich tun kann, wie man es tun möchte. Wir haben die Chancen. Wir haben immer die Möglichkeiten. Deswegen traut euch. Guckt es euch an und schaut, worum es letztendlich geht. Ich habe vor langer, langer Zeit ein Buch darüber geschrieben. Praxisbuch zur Reinkarnationslehre. Wer es lesen möchte, gerne. Wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Ich danke fürs Zuschauen und bis bald.